Eisenbahn hat, muss zu Fuß gehen. Merkt ihr das, du Lümmel? Schmeiß mir meinen Sattel runter, ihr Verbrecher hier! Mein Sattel! Es will doch diesen Kuhhirten nicht in den Schädel, dass man auf der Eisenbahn bezahlen muss. Nein, den behalten wir. Der ist ja schon x Meilen umsonst mitgefahren. Komm, hilf mir mal, ich bringe Ihnen einen Gepäckwagen mit. Trink. Also dagegen war die Milch meiner Mutter Feuerwasser. Hast du wohl aus der Lokomotive abgefüllt, was? Hey, was treibst du denn da, du Jahrmarktschütze? Leg sofort das Schießgewehr weg. Ich dulde solche Spielereien nicht in meinem Zug. Meine Freunde haben deine Nummer in Taxen gesehen und sagen, du bist der beste Schütze im ganzen Westen. Das ist aber ein Schuss. Das ist schon beinahe ein Schüsschen. Das war nicht nur ein Schuss. Das waren 4. Habe ich dein Billett schon gesehen? Hey, dich meine ich, dein Billett! Jungs, wo ist Krämer? Krämer, Krämer! Billy sagt, wir sollen nicht einschlafen. Wenn wir zur Kasse schreiten, sind wir noch nie eingeschlafen. Na, Pippi? Ah, kleines Trinkgeld für Papi. Komm, gib schon her. Was das Volk alles so mitschleppt. Kanarienvögel. Wie spinnst du denn? Das sind doch Küken. Küken? Weiße Mäuse sind das, was? Billy, hier ist jemand im Zug, der schießt wie der Teufel. Hab gehört, sieht mir nach einem Profi aus. Ja. Wenn der uns aber weiter so in Atem hält, können wir nie bis heute Abend an der Grenze sein. Mach dir nicht in die Hosen, Junge. Einer von uns wird hier bleiben. Naja, und die Brüder dann auf die falsche Fährte locken. Und wer von uns soll der Glückliche sein? Du. Was, ich soll mich hier umlegen lassen? Ich? Ja, du. Um dich und deine Kerle ist es nicht schade. Niedernehmen, jeder Schuss jetzt. Du, warum gibst du mir und meinen Männern jetzt einen Tritt? Hä? Wir wollen aber nicht krepieren, damit du verschwinden kannst. Es gibt nur einen, der so schießen kann. Die sollen aufhören. Ich wusste ja, Amigo, dass du wieder vernünftig wirst. Ich soll mit dem Feuerwerk aufhören. Du, sag ihnen, Feuer einstellen. Sag ich. Hört mal zu, Muchachos. Sofort Feuer einstellen. Martin! Ich weiß, dass du's bist, Martin. Komm raus! Hier ist Billy. Billy Kane. Du hast doch schon so lange nach mir gesucht. Jetzt ist deine große Stunde gekommen. Meine Männer haben Befehl, nicht zu schießen. Also komm raus! Wie ich sehe, hast du wie immer nur Ehrenmänner um dich. Verschwinde, Billy. Diesmal wirst du nicht mehr so wegkommen. Du willst mich wegschicken wie ein Hund? Na, Angstmeister? Knall mich endlich ab, Billy. Sonst bist du verloren. Du hast recht, Martin. Nur Anfänger sind so blöd und hinterlassen Zeugen. Das wird mir nicht passieren. Weißt du, ich stehe nicht gern mit dem Gesicht zur Wand. Ich hätte dann immer das Gefühl, dass mich jemand von hinten umlegt. Bloß um das alberne Kopfgeld zu kassieren. Und wie denkst du darüber, Martin? Steh nicht so rum. Spar dir die Sprüche und knall mich ab. Gesicht zur Wand. Aber das eine schwöre ich dir, wenn ich das überstehe, wirst du dafür bezahlen. Du Strolch, du. Du bist eine erbärmliche Halunke. Drück endlich ab! Ich hab dich nicht umgelegt, weil ich auf die Abrechnung warte. Die kann allerdings nur stattfinden, falls du überhaupt noch mal in der Lage sein wirst, dein Schießeisen in der Hand zu halten. So, wir sind abmarschbereit, Billy. Übrigens, das war doch vorhin nicht dein Ernst. Wir kommen doch alle mit nach Arizona, hä? Ich hab gesagt, du bleibst hier. Und wenn du es wagst, uns nachzukommen, jag ich dir eine Kugel in den Kopf. Also, Jungs. Auf nach Arizona! Los geht's! Zur Grenze! Hey! 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 Dieses Schwein! Hängt uns einfach ab und verschwindet mit dem Gold. Das soll er mir büßen, diese Halunke. Dieses hundsgemeine Schwein. Kommt, wir reiten zur Grenze! Hey! Hey! Now they sleep in peace forever, in their silence, how they lie there. When the train was moving westward, when the fires of hope were burning, their destiny has been unfolded. From this train there's no returning. Cindy has a golden vision. She had danced but just a season. Now she dances with the angels, for they killed her without reason. When the train was moving westward, when the fires of hope were burning, their destiny has been unfolded. From this train there's no return. They had pledged to each a new life, riding hand in hand together. Now their fate has been decided, hand in hand they'll ride forever. Bereuen, denn in wenigen Augenblicken werden Sie hier die größte Sensation des Jahrhunderts erleben. Und zwar sehen Sie den besten Schützen im ganzen Westen, den berühmten Ricky Schott, dessen Name bereits in aller Munde ist. Denn er ist der Mann, der die Kette am Hals zerschossen hat von dem gefürchteten Jesse James. Außerdem ist er der Cowboy, der den Strick durchschossen hat, mit dem seine Mutter an dem Marterpfahl gefesselt war. Und derselbe Mann hat ebenfalls eine kleine Nickelmünze durchlöchert, die man ihm auf 1000 Schritt Entfernung zugeworfen hat. Bist du bereit, Meister? Wollen wir wetten, dass der schneller ist als du? 5 $. Und noch eins. Ricky Schott ist nicht nur im Pistolenschießen der Größte. Im Gewehrschießen ist er genauso einmalig. Aber nun, meine Herrschaften, sollen Sie selbst urteilen, ob ich Ihnen zu viel versprochen habe. Ricky Schott! Hey! Jetzt erleben Sie den großen Ricky Schott bei seinem Meisterschuss. Er wird diesen Teller genau in der Mitte durchlöchern, wird der große Ricky Schott jetzt. Danke, vielen Dank. Du, Meisterschütze. Ah! Ricky, bist du verrückt? Ja. Trotzdem hast du gewonnen. Hier. Bitte, die 5 $ versaufen wir jetzt. Kommt, Jungs. Komm mal rüber mit einer Tasse Whisky. Eigentlich tut's mir leid, der Junge hatte wirklich was auf dem Kasten. Also, ihr gemeinen Hunde, ihr Feigenschweine, Mördergesindel. Sprich dich ruhig aus, Junge. Ich kann mit meinen kaputten Flossen keinen Revolver mehr halten. Brauchst du ja auch nicht. Also, was willst du hier? Ich will dich zusammenschlagen, dass dich deine eigene Mutter nicht mehr wiedererkennt. Das ist aber ein abendfüllendes Programm. Vergreif dich doch nicht an den Krüppel. Außerdem hat er doch was am Sträußchen. Was jeder treibt mit dem. Das ist wirklich das Letzte. So geht's auch. So, jetzt reicht's mir, komm mir jetzt nicht mit deinem Finkenknopf an. Hey! Oh. Komm hoch, mach dich nicht so steif. Ich bin mit denen auch noch allein fertig geworden. Hey, Wirt! Für deinen demolierten Laden und für die Leute da draußen, die meinen Jungen begraben. So, dann nimm doch mal einen vor die Brust. Mein Freund, ich danke dir. Danke. Na, Mädel. Bleib brav. Das ist schon eine verrückte Zeit, in der wir leben. Du brauchst nur zu sagen, du kannst schießen. Gleich ist jemand da, der dich durchsiebt, bloß um zu zeigen, dass er es besser kann als du. Vor ein paar Jahren wäre mir das vorher nicht passiert. Aber was soll ich machen mit meinen kaputten Händen? Damals war ich der Meisterschütze. Und kein Mensch hat sich an mich angetraut. Die Sehnen sind kaputt, ja? Ja. Wie ist denn das passiert? Hä? Das war ein Unfall. Aha. Und was machst du jetzt, wo dein Kassenmagnet ins Gras gebissen hat? Ich werde mir einen anderen suchen müssen. Irgendeinen cleveren Jungen, dem ich meine Tricks beibringen kann. Übrigens hast du eine sichere Hand. Damit kann man was anfangen. Was ist eigentlich drin bei dem Job? Es reicht, um durchzukommen. Ich biete dir 30%. Hm. Sagen wir 50. Geht in Ordnung, mein Junge. Ach, hör mal. Ich weiß noch gar nicht, wer du bist. Wie heißt du eigentlich? Ricky. Ricky Schott, wenn's recht ist. Ah. Ja, es ist recht. Hilf mir beim Einpacken. Ach, noch was Wichtiges, was ich von dir wissen muss. Kannst du überhaupt mit den Dingern umgehen? Das reicht, um durchzukommen. Naja. Wieder nicht in die Mitte getroffen. Konzentrier dich doch mehr. Los, nochmal. Wenn du nicht willst, dass das Ding explodiert, musst du die Lunte im richtigen Augenblick abschießen. Tut mir leid, aber mit diesen altmodischen Dingern kann ich nicht. Kann ich nicht, gibt's bei mir nicht. Du reißt dich jetzt zusammen. Das Ziel ist jetzt näher, dafür aber auch gefährlicher. Wenn das Fass in die Luft fliegt, dann gute Nacht, Marie. Und merkt dir eins, die Füße müssen 40 cm Zwischenraum haben. Gut so, und jetzt das linke Bein noch 20 cm nach hinten. Na, dann mal los. Den Arm gestreckt halten. Ganz gestreckt. Er muss mit der Pistole eine Einheit bilden, wie der Kolben mit dem Gewehr. Den Daumen in gleicher Höhe mit dem Zeigefinger. Das Ziel genau anvisieren und abdrücken. Hast verdammt Schwein gehabt. Ah, ich hab's ja immer gesagt, mit euren modernen Colts könnt ihr vielleicht ein paar Indianer erschrecken, aber wenn's auf Präzision ankommt, kann man sich nur auf diese Duellpistolen verlassen. Woher hast du gewusst, dass die Zündschnur nicht durchgeht? Weil du beim besten Willen nicht aussiehst wie ein Selbstmörder. Gib mir mal schnell die Zigarre wieder, du machst dir doch in die Hosen. Nicht? Ja? Was treibt ihr denn hier? Oh, wir bringen unsere Sachen auf Hochglanz für die nächste Show. Könnt ihr mich nicht zum Abendessen einladen? Tut mir leid, Sheriff, aber unsere Vorräte sind restlos weg. Vielleicht habt ihr einen Schluck Kaffee. Ja, den haben wir. Nett. Ricky! Na bitte, Ihre Yacht hat ja Erfolg gehabt. Ja, genau. Einer von den 4 Entsprungenen aus Belltown. War ein schönes Stück Arbeit, die wieder einzufangen. Haben Sie denn schon alle 4? Einer von den Burschen läuft noch frei rum, aber den kriegen wir auch noch, ganz bestimmt. Tja, ist schon eine verdammt harte Zeit, in der wir leben. Da haben Sie recht. Jeder Zweite, der ihm heute begegnet, hat was auf dem Kerbholz. Ach, tut doch gut so ein Schluck Kaffee. Nett von Ihnen, dass Sie den Spülwasser überhaupt noch Kaffee nennen. Ich hätte Ihnen ja gerne einen starken gemacht, aber wir haben bloß noch blaue Bohnen. Naja, es muss erst wieder Geld in die Kasse kommen. Ach, ich bin hundemüde. Ich habe schon seit Tagen kein Bett mehr gesehen. Und alles nur wegen dieser 4 Entsprungenen. Aber ohne Pferd kann der 4. nicht weit kommen. Übrigens, Sie kommen doch durch Ihren Beruf überall rum. Mhm. Sehen viele Menschen. Wir zahlen sehr anständig für gute Tipps. Mhm. Wenn Sie den Galgenvogel sehen, geben Sie mir eine Nachricht. Ich sitze in Belltown. Mach ich glatt. Mhm. Also dann hoffentlich bis bald. Ja, das wollen wir hoffen. Bis bald, Sheriff. Ricky, du bist der 4., habe ich recht? Und was weiter? Oh. Dein Kopf ist ein schönes Stück Geld wert. Könnte ich mich ein Weilchen über Wasser halten. Nur fang nicht an zu spinnen, Jungchen. Du solltest mich langsam kennen. Für mich bist du einfach Ricky Schott. Hm? Hier, meld uns an. Hm? Na, schieß auf die Tafel. Ihr könnt absteigen, Amigos. Ich suche Vigonza. Martin! Was verschafft uns denn die Ehre? Ist Vigonza da? Hier hängt er. Ah. Na, wie geht's, Martin? Ah. Hab gehört, man hat dir deinen Wunderknaben umgelegt. Was gibt's doch für gemeine Burschen? Hier. Ich lass mich hängen, wenn er nicht dahinter steckt. Was sagst du dazu? Das bedeutet meiner Meinung nach, dass Billy Kane und seine Leute aus Arizona zurück sind. Meinst du nicht auch? Komm rein. Kunstschütze, was? Komm, zeig mir mal, wie man schießt. Wer ist Billy Kane? Der Mann, der deinem Boss die Hände durchlöchert hat. Aber das weißt du doch längst. Was glaubst du wohl, warum Martin dir all seine Tricks beibringt, hm? Wegen deiner blauen Augen bestimmt nicht. Da braucht jemand, der für ihn Billy Kane kalt machen soll. Na komm, zeig mir mal ein paar Kunststücke, großer Meister. Tut mir leid, ich brauche Publikum, wie alle Artisten. Ja. Du hast aber kein Publikum, wenn du auf Billy Kane schießt. Er wird dich wie einen Hund abknallen. Geh mal runter zum Friedhof. Die meisten, die da liegen, hat Billy Kane und seine Männer auf dem Gewissen. Ja, ja, wie gesagt, eine arme Gegend hier. Doch, wirklich, sehr arm sogar. Glaub mir, das Leben hier ist verdammt schwer für uns Banditen. Dort hier. Hier krepieren die Leute vor Hunger. Na komm. Übrigens weiß Billy Kane auch genau, dass einer zu viel auf der Erde rumläuft. Darum muss ich ihn unter die Erde bringen, bevor der Bursche mich kalt macht. Aber allein schaffst du es nicht. Gegen einen, der so gut schießt wie Billy Kane, bist du doch, entschuldige, ein Fettsack. Du brauchst jemand wie mich. Ich meine, wie mein Junge. Er ist der Einzige, der Billy Kane umlegen kann. Falls dein neuer Meisterschütze nicht inzwischen umgelegt wird. In diesen schweren Zeiten kann keiner wissen, ob er nicht in der nächsten Sekunde schon eine verpasst kriegt. Dann pump uns auch wenigstens ein paar $. Wir haben Kohldampf. Übrigens will ich sie ja nicht umsonst von dir. Für ein paar $, garantiere ich dir das Begräbnis von Billy Kane. Na, rück sie schon raus wie Gonza. Wir krepieren sonst vor Hunger. Verdammt, Mann, ich brauch deine Hilfe nicht, du Scheißkerl. Und deinen komischen Burschen auch nicht. Für mich haben sich die Zeiten geändert. Ich bin inzwischen ein wichtiger Mann geworden. Ein sehr wichtiger Mann sogar. Und mir fehlt es an nichts. Ich habe viele Pistoleros, viele schöne Frauen und jede Menge Geld. Und mit Geld kann man alles kaufen. Und in der Minute, wo Billy Kane den Fuß auf mein Land setzt, weiß ich auch schon, wo ich ihn erwische. Du siehst, ich brauche deine Hilfe nicht. Also verschwinde. So, Viennas. Chef? Gib diesem Hungerleider einen Sack Mehl und dann schmeiß ihn raus. Wieso das, Chef? Wir haben nichts zu verschenken. Den soll er sich verdienen. Wenn du diese Karte auf die anderen legen kannst, ohne dass sie dabei umfallen, kriegst du zu dem Sack Mehl noch ein Stück Hammel von uns. Hm. Mit den kaputten Händen. Du hast doch gesagt, du hast Kohldampf. Du hast ihm kein Glück, Martin. Aber ihr... Hey, weiter, Ricky. Wieso ist denn was schiefgegangen? Weiter, habe ich gesagt. Diese beiden könnten wir verkaufen, sind gute Pistolen. Ich glaube nicht, dass du viel dafür kriegst. Hm. Aber genug, um uns mal richtig satt zu essen. Ja, ich glaube, du brauchst mal wieder was Kräftiges zwischen die Zähne. Sonst klappt's mir noch zusammen. Es schießt sich nämlich schlecht mit knurrendem Magen. Na, weiter. Damen und Herren, heute bin ich in der glücklichen Lage, Ihnen ein Elixier gegen Haarausfall anzubieten, das geradezu ein Zaubermittel ist. Jeden Tag ein paar Tropfen davon in die Kopfhaut einmassiert und schon nach einigen Wochen sind sie wieder Muttis Goldköpfchen. Sogar die skalpierten Herren unter ihnen werden nach Gebrauch dieses Wundermittels ihren vollen Haarwuchs wiederbekommen. Ist auch hier. Alles aufgelegter Schwindel. Hier auf dem Jahrmarkt treffen sie jedes Ziel. Wenn sie aber was Lebendes vor der Flinte haben, schießen sie daneben. Komm, unser Frühschoppen. Meine sehr verehrten Herrschaften, was ihr jetzt zu sehen bekommt, davon werdet ihr später mal voller Stolz euren Enkelkindern berichten, denn ihr habt sie miterlebt, die Sensation des Jahrhunderts. Den großen, einmaligen Ricky Shot. Komm hier, großer Meister, schieß. Haha, zack, 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 zack. Achtung, fertig, Schuss. Na, was haben wir gesehen? Der hat mit einem einzigen Schuss 5 Krähen abgeschossen. Das war erst der Anfang. Jetzt kommt eine sensationelle Nummer, die gigantischste, die jemals auf diesem Kontinent gezeigt worden ist. Der große Ricky Shot präsentiert Ihnen seinen kleinen Meisterschuss. Himmel, Korn, ran! Das sei ja nicht großartig getroffen. Bis auf Hosenknöpfe nehmen wir alles an. Danke, wenn es auch noch so wenig ist. Danke, vielen Dank. Oh, 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 danke. Oh. Und jetzt, meine Herrschaften, bitte ich um Ihre besondere Aufmerksamkeit. Und um absolute Ruhe. Denn jetzt wird der Meister auf Spielkarten schießen, die auf einem Rad befestigt sind, das sich mit Windeseile dreht. Und zwar 2 mal 2 Schüsse, also 4 Schüsse für 4 Asse. Achtung, fertig, Schuss! Und nochmal! Bravo! 4 Asse, 4 Schüsse. Genau wie ich es euch versprochen habe. Einen Moment bitte. Also, Pik Ass, Kreuz Ass, Herz Ass und Karo Ass. Ja, stimmt, genau. Und alle 4 auch genau in der Mitte getroffen. Irrtum ausgeschlossen, wie Sie sehen. Danke, danke, danke. Meine Herrschaften. Und jetzt wird Sie Ricky Shot zum Dank für Ihr Interesse noch mit einer neuen, verblüffenden Nummer erfreuen. Weißt du was, mein Sohn? Nicht ein einziges Ass hast du in der Mitte getroffen. Was haben wir eingenommen? Gerade so viel, um eine Woche davon leben zu können. Mach jetzt weiter. Wiedersehen! Wie geht's denn so, Martin? Hast dich gut gehalten. Immer noch ein hübscher Mensch. Was willst du von mir? Du musst mich zu Vigonza bringen. Ich will Billy Kane an ihn verkaufen. Verschwinde, Kramer. Im Alleingang schaffe ich das nicht. Statt Billy weiß, dass ich mich von den Jungs abgesetzt habe, jagt er mich durch die Gegend. Seit 3 Tagen sitzt er mir im Nacken. Mein Pferd ist reif für den Schlachthof. Du hast dich schwer verändert. Angstmeister, was? Bring mich jetzt zu Vigonza. Er ist noch nie kleinlich gewesen. 50-50. Verschwinde! Bring mich zu Vigonza oder ich leg dich auf der Stelle um. Hast du Ricky Shot schon mal schießen sehen? Er trifft eine Mücke und zwar auf 100 Schritt. Wenn du nicht verschwindest, hält er dich für eine Mücke. Dann kommst du in meine Botanisiertrommel. Damals im Zug hätte Billy auf die Augen ziehen sollen, statt auf deine dreckigen Pfoten. War einer von Billy Kanes Leuten, was? Genau. Also war er auch an der Sache mit dem Zug beteiligt. Ist das dein Bier? Woher weißt du überhaupt von dem Zug? Sag mal, was treibst du denn hier? Ich nehme nur meine 50%. Und was willst du damit? Ricky, wo gehst du hin? Ein bisschen Luft schnappen. Namen dir, Schnapsnasen. Ihr habt wohl eine Beerdigung in eurem Saftladen. Mach nicht so ein dämliches Gesicht. So, ich gebe jetzt einen aus. Charlie, ein Whisky. Aber nicht so einen Finkennapf. Du bist also schon da, Billy Kane. Ich wusste, dass du nicht weit sein konntest. Jetzt, wo ich dich vor mir sehe, ist mir bedeutend wohler. Ja? Sag mal, kann ich wenigstens noch austrinken? Ich muss eben ab und zu mal einen zur Brust nehmen. Hilft alles nichts. Ich nehme die hier. Würde ich auch sagen. Danke. Was ist denn, Püppi? Hoch das Bein! Auf dein Wohl, Ex! Du musst auch mittrinken. Hier, stell dich doch nicht so an. So billig kommst du nie wieder an Whisky. Ich hab heute die Spendierhosen an. Musik! Los, Mädchen, doch spiel weiter! Mach schon! Endlich! Oder ich zerballer euch die Tasten! Diesen Milchbart habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Aber klar, das ist er. Der Meisterschütze. Das ist leider Pech, wenn du meinetwegen gekommen bist. Billy Kane war nämlich schon früher da. Und wo ist er jetzt? Ach. Wo dieser Strolch sich immer verkrümelt, weiß kein Mensch. Ach. Jedenfalls taucht er im rechten Moment immer wieder auf. Ja, dieses Schwein. Spiel weiter, du Tastenhengst. Ein unangenehmer Mensch. Stimmung jetzt, sonst jage ich die Bude in die Luft. Ihr könnt saufen, bis ihr umkippt. Ich zahle alles. Du, hör mal. Du musst die Gonza Bescheid sagen. Billy ist allein eingetrudelt. Seine Männer warten noch drüben hinter der Grenze. Sie treffen sich mit ihm erst in Dürantepec. Aber die haben alle von Billy die Nase restlos voll und wollen ihn lieber heute als morgen verpfeifen. Sagt die Gonza, er kriegt Billy Kane auf einem silbernen Tablett serviert. Wenn er das hört, macht er bestimmt für dich ein paar Scheine locker. Nein, nein, mit mir nicht. Ah, nein. Nein. Sardanapalus. Sardanapalus. Wer ist das? Ein assyrischer König. Der Tod des Sardanapalus. Warum wurden außerdem all die Weibsen umgebracht? Es heißt, dass er sie umbringen ließ, weil er nicht allein sterben wollte. Ein geschickter Hund, der alte König. Ein ausgekochter. Hey, du blonde Hupfdohle, komm mal her. Los, beweg deine krummen Stelzen ein bisschen. Ihr zwei da oben kommt anschließend dran. Ich möchte nämlich auch in Gesellschaft zur Hölle fahren. Bist du denn total verrückt? Schau dich raus! Martin, zeig mir mal, wie man damit umgeht. Ich denke, du willst schießen lernen. Wozu brauchst du deine sechsschüssige? Für die den Zug überfallen haben. Ich dachte, wir hätten uns per Zufall getroffen, aber langsam geht mir jetzt ein Licht auf. Es hängt irgendwie mit dem Überfall zusammen. Aber da hast du Pech. Ich war der einzige überlebende Zeuge. Du bist kein Deut besser als ich. Du hast mich nur aufgenommen, damit ich für dich Billy Kane umlege. Und das wird in Tehuantepec über die Bühne gehen. Schlag dir das bloß aus dem Kopf. So weit bist du noch nicht. Billy Kane ist der beste Schütze im ganzen Westen. Mach jetzt nicht auf Angrenze. Wir sind hier nicht auf dem Jahrmarkt. Ich hätte das Ding hier auch allein angekriegt. Wenn du auf einen Mann zielst, immer zwei Schüsse hintereinander abfeuern. Nicht, dass das Ergebnis vom ersten Schuss abwarten. Das kann in die Hose gehen. Auf einen Mann schießen ist was anderes, als ob du auf eine Zielscheibe schießt. Da kommst du auf die Schnelligkeit an, nicht auf die Präzision. Und lass die Zirkusallüre und Pistole zurück. Und auch während sie in der Tasche ist, Daumen auf den Hahn legen. Und langsam spannen, während du sie rausnimmst. Jetzt Zeigefinger an den Abzug und schon bist du schussbereit. Feuer! Ah ja. Immer genau auf den Bauch zielen. Damit hast du die größte Chance, ihn zu treffen. Na, bitte, geht ja schon. So, und jetzt schieß mal auf unseren Zappel, Philipp, und trifft die Asskarte in der Mitte. Ah, schon ganz hübsch. Aber es reicht noch nicht, um einen Mann wie Billy Kane umzulegen. Brauchst dir bloß mal diesen Gürtel anzusehen. Da, wie mit dem Rasiermesser abgeschnitten. Der schönste Schuss, den ich jemals gesehen habe. Warum hat er dich bei dem Überfall auf den Zug laufen lassen? Wart ihr so gute Freunde? Wir haben uns gekannt. Was sagst du zu dem Schuss? Sowas nenne ich schießen. Willst du immer noch nach Tehuantepec? Ja. Wer das Scheiden hat erfunden, hat an Liebe nie gedacht. Der hatte nie die schönsten Stunden bei der Liebe zugebracht. Und am Abend, wenn es dunkelt und die Sterne strahlen... Ja, das reicht, Tante. Onkelchen, ich werde verrückt. Das gefällt mir hier nicht. Halt, Leute! Ezekiel, was machen wir mit den Figuren da? Sollen absteigen und Pferde ausspannen. Siehst du? Absteigen! Na ja, steigen wir mal ab. Du, hier steht, dass er ein großer Kunstschütze ist. Kunstschütze? Na, dann pass mal auf, wie ich den großen Kunstschützen umlege. Hey, Ezekiel, jetzt wirst du staunen, was ich dir für einen Käfer eingefangen habe. Lass mich los! Oh. Allmählich lernst du es. Der Schuss saß zu tief. Ich kümmere mich mal um die Frauen. Oh, mein Hütchen. Gehört Ihnen dieser Skype? Ja, Mr. Setzen Sie ihn schnell auf, sonst erkälten Sie Ihre Tierchen. Ja, danke. Na, meine Damen? Martin, Richard Martin. Betty ist da mit den schönsten Weinen der Welt. Haben wir uns lange nicht gesehen. Ich war mit meinen Mädchen unterwegs nach Tehuantepec. Ein Glück, dass du vorbeigekommen bist, sonst wäre es bitter geworden. Wenn du willst, können wir euch gleich nach Tehuantepec bringen. Ein Ort ist so gut wie der andere. Du musst es wissen, Betty. Ricky! Was, ihr kennt euch? Ja, er rettet mir dauernd das Leben. Und jetzt stehe ich bei ihm schon wieder in der Kreide. Es scheint mein Schicksal zu sein. Ricky, mein kleiner, großer Held. Na, sagen wir die Hälfte. Wie Gonza, wir kriegen Besuch. Billy Kanes Männer sind da. Ja? Herzlich willkommen. Danke, danke. Wie geht's denn, wie Gonza? Ja, man schlägt sich so durch. Ja, du sagst Freut mich, dass ihr es geschafft habt. Und wo sind die anderen Halunken? Die werden gegen Abend hier sein. Wir sind nämlich getrennt aus Arizona rausgegangen. Ah, gut, sehr gut. Ah, grüß dich, wie Gonza. Grüß dich, Herr Mallory. Ja, wie geht's, Amigo? Ja, das war schwer durchzukommen. Haufenweise der Truppen an der Grenze. Ja, alles wegen Billy. Ja, Billy Kane, der alles für sich selbst kassiert und euch am steifen Arm verhungern lässt. Der hat doch was am Kopf, der Junge. Ja, auch. Wirklich. Der saust bloß noch in der Gegend rum, um irgendwen umzulegen. Bei dem stimmt doch was nicht. Kommt, setzt euch, Amigos. Schlagt euch den Wanz voll. Ihr habt doch sicher Kohldampf von dem langen Ritt. Na komm, du faules Schwein, bring das Essen für meine Freunde. Aber ein bisschen plötzlich. Wenn du das jetzt umfürchten, wo hast du denn den her? Das ist unser Hauswirt. Ich habe mir seinen Schuppen ausgesucht, weil er der Letzte hier in Tehuantepec ist. Du mach schon, meine Freunde haben Hunger. Vielleicht hebst du den Becher auf. Greift zu, Amigos. Ist noch genug in der Küche. Stell ihn auf den Tisch. Bitte, Senor. Und was ist jetzt mit unserer Belohnung? Hier. Na, das ist doch ein Wort. Na gut, Billy Kane erwartet uns. Nach Sonnenuntergang im Saloon. Und stattdessen wirst du da sein. Ich? Das kann doch nur ein Scherz sein. Ich soll ihn umlegen mit meinen Leuten? So ist es. Wir bleiben hier und warten auf euch. Ihr werdet es schon irgendwie schaffen. Aber bevor ihr Billy zur Hölle schickt, wird er ein paar Figuren abknallen und wir wollen nicht, dass das welche von uns sind. Tehuantepec ist eine ruhige, hübsche kleine Stadt. Und seitdem die Eisenbahn gebaut wird, kann man da eine Menge Geld verdienen. Das ist doch schön. Ich bin eigentlich immer sehr gern da gewesen. Und ich hoffe nicht, dass sich da viel geändert hat inzwischen. Na, wir werden ja sehen. Das werden wir. Darf ich helfen? Danke, Ricky. So. War nett von euch. Vielen Dank. Nicht der Rede wert, Betty. Alles aussteigen. Wir sind da. Endlich war das eine Strapaze. Jetzt ist ja alles überstanden, nicht? Trotzdem, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich bitte Sie, keine Ursache. Vorsicht, Vorsicht, nicht fallen. Die letzte Stufe ist ein bisschen wackelig. So. Dankeschön. Gewonnen! Ja, du hast gemogelt. Zeig die Luft. Ich hab gemogelt. Ich halte die Wand, das wirst du geheult. Bitte entschuldigen Sie, Senor. Ich dachte, das sollte ein ruhiger Ort sein. Ja, hier in Texas. Aber drüben ist schon Mexiko. Und genau hier in der Mitte geht die Grenze durch. Ich finde das sehr komisch. Hallo, Betty. Hallo. Auch in dem Lande? Ja. Tequila oder Whisky? Verzeihung, Entschuldigung, es ist mir äußerst peinlich. Ich werde verrückt. Betty, die Frau mit den schönsten Beinen. Kommt, Amigos, Betty ist da. Betty mit ihren Mädchen. Kommt, begrüßt sie, das muss gefeiert werden. Betty, du hast uns so gefehlt. Wann kann ich meine Schulden bezahlen? Ich komme nachher noch vorbei. Das wäre nett. Na, Oma, als was trittst du denn hier auf? Als Gewitterziege oder Nachtgespenst? Das ist ja ein Kerl. Ist irgendwas? Vegonza hat uns freundlicherweise zu sich gebeten. Und er lässt uns sagen, Billy Kanes Leute sind angekommen. Du nicht. Ricky, nimm dich vor diesen Brüdern in Acht. Na ja, das mache ich schon. Wir treffen uns in einer Stunde am Adlerpass. Ja. Na los jetzt. Warum hast du mir Kramers Nachricht nicht bestellt? Den letzten Wunsch eines Sterbenden muss man erfüllen. Der Kerl hat 3 von unseren Leuten kalt gemacht. Verschwinde! Ja. Willst du dir was verdienen? Warum nicht? Worum geht's? Vegonza, was machen wir mit dem Dreckskerl? Lass ihn nicht gehen. Der will abhauen, was sagst du dazu? Ach, lass ihn laufen. So, hau ab. Gracias. Muchas gracias, Senor. Und wenn er redet? Ah! Hier, damit kommst du leicht über den nächsten Winter. Dafür musst du mir aber Billy Kane umlegen. Und wie soll das laufen? Du sprichst ihn an, damit er sich umdreht. Und dann schießen wir alle zusammen auf ihn. Er muss beim ersten Schuss tot sein, sonst macht der Hund uns alle kalt. Wenn du das Streichholz anzündest, schießen wir, hä? Und ich krieg mal ein bisschen was Flottes, ihr müden Krieger. Ricky, was trinkst du da für ein scheußliches Zeug? Hier haben wir doch was Besseres für besondere Gäste wie dich. Du, ich glaube, heute Abend passiert noch was. Ich habe das im Gefühl. Da ist Vegonza, nimm dich bloß vor dem in Afrika. Ich schmeiß jetzt das Volk raus. Hallo, es verschwindet. Ihr Mädchen nach hinten raus. Alle Weiber raus aus der Bude. Aber ein bisschen Tempo, sonst helfe ich kurz nach. Na los, jeder auf seinen Platz. Setzt euch alle so, wie wir es abgemacht haben. Und beeilt euch, Jungs. Verschwinde jetzt. Nur wenn du mitkommst. Verschwinde, sage ich. Musik. Whisky. Bist du Billy Kane? Ja, bin ich. Das Paket habe ich bekommen, um dich zur Hölle zu schicken. Du hast wohl den Schalk im Nacken. Deine Männer haben dich an Vigonza verkauft. Und du bist von ihm als Lockvogel eingekauft worden, ja? Betty, ich sag dir nochmal, verschwinde. Hier sind 6 Figuren. Und wenn ich das Streichholz anzünde, dann schießen sie. Einer sitzt hier vorn friedlich am Tisch. Wir sitzen ein Stück weiter hinten. Und der liebe Vigonza hockt hinterm Klavier. Ich kann seine Stiefelspitzen sehen. Verstehst du was vom Klavierspiel? Er steht da, wo die Bassseiten sind. Könntest du einen von denen übernehmen? 2. Den am Tisch hier. Und den mit dem Poncho. Also los! Siehst du? So muss das gehen. Zack, zack. Junge, du kannst ja nicht zählen. Hier, klimpert dir weiter einen ab. Was willst du von mir? Du sollst mir helfen, dass ich wieder auf meine Ranch zurück kann. Ich war damals in dem Zug, den du überfallen hast, in dem auch Martin drin war. Aber mich hatte man vorher rausgeschmissen, weil ich kein Billett hatte. Aber hinterher haben sie mein Messer gefunden, das steckte im Bauch vom Kontrolleur. Der Richter hat mir 30 Jahre dafür verpasst. Und das waren ja 29 zu viel. 3 sind ausgebrochen und da habe ich mich hinten angehängt. Sie haben eine Prämie auf meinen Kopf ausgesetzt. Ich brauche jetzt einen von deinen Männern, der aussagt, dass ich nicht mit euch zusammen war. Das ist die einzige Möglichkeit für mich, aus der Sache rauszukommen. Und dazu willst du mich vor den Richter schleppen? Die Scherze mache ich hier. Einer von deinen Leuten genügt. Einverstanden. Da macht einer eine Fliege. Dem macht mir eins über. Martin. Weißt du, was eben passiert ist? Ja, bitte, ich habe alles genau mitgekriegt. Ich begreife das nicht. Jetzt bist du wohl sehr von ihm enttäuscht. Hm? Das ist komisch. Ich habe den Jungen irgendwie gern gehabt. Und ich habe immer gehofft, er würde Billy eines schönen Tages umlegen. Aber er muss doch auch mal an sich selbst denken. Hört mal, Jungs. Billy ist tot. So jenes. Oh! Also sucht ihr einen aus? Willst du Glenn? Er ist ein Quasselfritze. Ist vielleicht ganz unterhaltsam auf so einem langen Trip. Aber Doc ist vielleicht noch besser. Er kann dir bei Zahnschmerzen helfen. Und eine Wunde verbinden. Kann der auch. Oder willst du lieber Sporko? Der stinkt zwar wie eine Jauchegrube, aber er kann keiner laus was tun. Das wissen die lieben Tierchen und sind deshalb bei ihm Dauermieter. Drecksack. Dann kann ich dir noch Sam empfehlen. Den wollten sie schon mal lynchen, weil er eine 10-Jährige verführt hatte. Aber Chef, dafür konnte ich nichts. Sie sah doch aus wie 11. Jedenfalls geht einer von euch hübsch mit meinem Freund zum Sheriff. Es ist möglich, dass er baumeln wird. Aber ich muss meinem Freund eine Schuld abzahlen. Also welchen Kameraden willst du haben? Wer muss weg? Wer stinkt am meisten? Hauptsache, er sagt aus. Wenn er das Maul nicht aufmacht, dann wird das nie mehr aufmachen, das weiß er ganz genau. Also, ich suche jetzt einen für dich raus. Billy, du musst uns verstehen. Du hast dir immer die Hälfte genommen, aber die andere Hälfte reichte nie für uns alle. Ja. Darum. Du machst wohl einen Sprecher für die armen Unterdrückten. Doc. Moment, Billy, ich habe dich nicht verpfiffen. Stell dich da drüben hin. Und unser schöner Sam. Der immer bloß Weiber im Kopf hat. Hm. Aber ein bisschen Dalli. Und tust dort. So, einer von euch wird sein. Und zwar wird das Los entscheiden. Wer von euch die niedrigste Karte zieht, geht mit meinem Freund mit. So, das ist dein Mann. Und jetzt, mein Freund, sind wir quitt. Mhm. Sattelt die Pferde. Wir reiten in den Ort. Wieso? Was wollen wir da? Ihr könnt ja den Hals nicht vollkriegen. Also, holen wir uns was morgen früh, wenn's hell wird. In Tehuantepec. Martin, hast du eben geschossen? Ja, einen Kojoten. Das hier ist Nuno. Weiß ich, den kenne ich ja. Martin, ich war damals auch in dem Zug. Ja, habe ich inzwischen gehört. Wann reitest du weiter? Morgen früh. Hm. Wenn ich ihn beim Sheriff abgeliefert habe, gehe ich wieder zu meinen Leuten auf die Ranch. Pack deinen Kram ein und komm mit. Nein, nein, das Leben auf einer Ranch, das ist nicht für mich. Ich fühle mich nur hier draußen wohl. Du warst für mich ein sehr guter Lehrmeister. Ich danke dir, Martin. Und aus lauter Dankbarkeit bist du mir in den Rücken gefallen. Warum hast du Billy nicht umgelegt? Dazu hättest du mich sowieso nicht gebracht. Das ist eine Sache, die nur dich und ihn angeht. Also bis morgen früh. Nein, Ricky, ich komme nicht mit. Ist besser so. Martin! Martin! Sheriff, den hier suchst du doch, oder? Na komm mit raus, da wartet er auf dich. Ah! Komm, Billy, alles klar. Jetzt bist du fällig, Billy Kane. Vielleicht kriegen wir irgendwo für dich einen Platz im Altersheim, Martin. Bist zerklapprig geworden. Sehen kannst du auch nicht mehr richtig. Na, lade noch mal. Vielleicht haut's jetzt hin. Lass dir ruhig Zeit. Es eilt ja nicht. Die lauern hinter den Fenstern. Wir werden ihn gleich zum zweiten Frühstück in den Marsch blasen. Da dürfte aber mancher Tasse einen Sprung kriegen. Streifschuss. So, jetzt gehen wir zum zweiten Frühstück. Gib mal den Schlüssel, Opa. Und zieh hier nicht die Zittermasche ab. Und zitterst du mit ab. Wir wollen nur mal sehen, was drin ist. Wir kontrollieren hier nämlich in der Gegend. Hier. mit denen? Billy hat ihn erschossen. Martin muss ihn hier aufgelauert haben. Seit Jahren war Martin hinter Billy her. Heute hat er ihn nun endlich getroffen. Und das ist nun das Ende. Erster Preis. Richard Martin und Billy Kane. Preisschießen in Dallas. Anlässlich der großen Ausstellung 1876. Und den haben Sie damals gewonnen, als Sie noch zusammen aufgetreten sind. Sie waren großartig, alle beide. Aber plötzlich hat Billy herausgefunden, dass man mit Überfällen auf Eisenbahnzüge und Banken mehr verdient. Und da hat er Martin im Stich gelassen. Waren die beiden sehr befreundet? Sie waren wie Brüder. Martin hat ja Billy das Schießen beigebracht und alle seine Tricks. Er hat ihn groß gemacht. Aber als Billy dann zum Mörder geworden ist, hat er geschworen, dass er ihn umbringt, sobald er ihn erwischt. Nein, misch dich da nicht ein. Die machen dich fertig, glaub mir. Mhm. Ich hole die Pferde. Man sei vorsichtig, da hinten kommen Leute. Billy! Billy Kane! Ich habe Ricky Schott umgelegt. Komm, hilf mir! Das ist doch Nuno. Na, nochmal. Aber viel ängstlicher, sonst glaubst du doch niemand. Ich bitte dich, mach mich los. Er bringt mich um. Billy! Billy Kane! Komm, hilf mir doch, Billy! Ich bin verwundet und kann mich nicht bewegen. Hilf mir, Billy! Ein selten dämliches Schwein, dieser Nuno. Lässt sich von der Leiche noch vorher eins verpassen. Halt's Maul, ich will zuhören. Billy! Ich bin verwundet! Ich verblute! Helft mir doch! Hilf mir, Billy! Ich glaube wohl, mein Schwein pfeift. Der Junge ist cleverer, als ich gedacht habe. Was will er denn? Mich. Billy! Na, warte mal, jetzt fängst du dir aber einen Satz warme Ohren ein. Billy! Warum kommt denn keiner und hilft mir? Wasser! Wasser! Billy! Billy! Lass doch deinen alten Kumpel nicht krepieren! Ich weiß doch, du bist hier, Billy! Komm und hilf mir, Billy! 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 Drecksack! Ich kann nichts dafür. Er hat mich gezwungen, damit ich dich rufen soll. Und wo ist er jetzt? Ich weiß nicht. Eben war er noch hinter mir. Wo kann er nur sein? In der Nähe bestimmt. Ach, Billy, du bist doch genau so ein Schwein wie er. Hier bin ich. Pech für dich, Ricky. Nun ist keiner mehr übrig geblieben. Keiner, der deine Unschuld beweisen kann. Sag mal, Ricky, warum bist du nicht abgehauen? Jetzt ist es zu spät, mein Junge. Aber ich mag dich, darum verschwinde jetzt. Leute wie du haben anscheinend Spaß daran, sich abknallen zu lassen. Wart mal einen Moment. Wenn das Wasser aus dem Eimer gelaufen ist, kommen wir zur gleichen Zeit raus. Wo bleibst du denn? Ich hab doch keinen Sprung in der Schüssel und komm als Erster raus. Entschuldige vielmals, ich wollte dir bloß den Vortritt lassen. Aber jetzt kapiere ich. Du hast erwartet, dass ich dich abhole. Schießt zwar recht gut, aber ich könnte dich jederzeit umlegen, wenn ich wollte. Pass mal auf! Hast du jetzt gesehen, wie man eine Partie Schach gewinnt? Man schießt den König vom Brett, ohne dass man die anderen Figuren berührt. Probier's doch mal! Du darfst nicht vergessen, ich habe auch bei Martin gelernt. Und alles, was er dir beigebracht hat, kann ich auch. Und weißt du, warum er mir das alles beigebracht hat? Nur um dich abzuknallen. Billy Kane. Eigentlich wollte ich mich nicht einmischen. Aber seit ich weiß, dass du ein Schwein bist, bin ich es Martin schuldig. Ich verschwinde, Betty. Was willst du jetzt machen? Du kannst sie doch nicht von einer Stadt zur anderen jagen lassen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe keinen einzigen Zeugen mehr. Ricky Schott. Wie heißt du eigentlich wirklich? Philip Raymond. Nein. Philip Raymond und Ricky Schott sind tot. Und ich sage dem Sheriff, dass ich dabei war, als sie umgebracht worden sind. Von einem Fremden. Dank dir, Betty. Alles Gute, Ricky.